Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Video. Bevor es gleich losgeht, noch kurz zwei Tipps. Der eine, abonniere doch diesen Kanal, damit du keine Videos mehr in Zukunft verpasst. Und das zweite, schau doch gerne mal bei mir auf Instagram oder auf Facebook unter Bewegte Rhetorik vorbei. Den Link findest du unten in der Beschreibung, denn da gibt es wertvolle Tipps und Empfehlungen für dich, für die Alltagsrhetorik, ob privat, beruflich oder auf der Bühne. Du findest dort sicher etwas, was dir weiterhilft. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Störungen. Störungen, darum soll es jetzt gehen. In diesem Livestream, den ich angekündigt habe, in diesem Beitrag, in diesem kurzen Video, Störungen aus dem Publikum souverän meistern und damit umgehen. Und das ist jetzt nicht nur interessant für diejenigen, die irgendwie vor großem Publikum Vorträge halten. Nein, es ist mehr als nervig, wenn du in einem Gespräch bist und da kommt jemand und stört dauernd. Wenn du in einem Meeting bist, vielleicht irgendwas präsentieren musst vor deinen Kollegen, vor deinen Mitarbeitern. Und irgendjemand sitzt am Handy rum und stört einfach, weil er irgendwas kommentiert oder gerade anschaut oder noch schlimmer, spricht mit seinem Nachbarn und hört dir nicht zu. Das sind typische Störungen. Und gestern habe ich ja eine kurze Story gemacht, auch zu der Thematik. Ich habe nämlich bei meinem Toastmaster Club vier Leute engagiert, die den Auftrag hatten, mich durchgehend während meinem 20-minütigen Vortrag zu stören. Und das klingt erstmal nach einer komischen Aufgabe. Es war also ein gestörter Vortrag. Der Vortrag an sich war immer noch ganz gut, aber er wurde eben gestört. Und wenn du wirklich gut sein willst, dann musst du damit umgehen und dich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und genau das ist die Absicht von manchen Leuten, die eben im Publikum sitzen und denken, ah, den mag ich nicht. Wenn ich den jetzt störe, dann kommt er raus und dann habe ich gewonnen. Ja, was auch immer. Ja, was dann dahinter steckt, ist die andere Frage. Manchmal stören Leute auch unfreiwillig und egal, was es denn für eine Störung ist, es ist wichtig, damit umzugehen. Was wir sowieso bei Toastmasters immer haben, bei jedem Abend, und das ist schon mal, das bringt am Anfang alle raus, das ist, wir halten eine Rede und plötzlich kommt diese schreckliche Klingel, ja, da kommt so ein Geräusch von so einer Klingel, die einen unterbricht, sobald man ein und oder anderes Füllwort benutzt. Und die Leute, man kann es beobachten, auf der Bühne, kommen aus ihrem Vortrag, gucken zu dem, der klingelt, kommen wieder zurück und überlegen, oh Mist, wo war ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist so, das Adrenalin schießt nach oben, schweißgebadet, langsam aber sicher. Gehst du auf der Bühne hin und her, dir fällt nicht mehr ein, wo du genau warst. So, und jetzt ist die Kacke am Dampfen quasi. Also, große Frage, wie geht man damit um? Dazu soll es jetzt ein paar Tipps geben, ein paar Möglichkeiten. Und das ist gar nicht so schwer, wenn man dann weiß ungefähr, was man tun kann, was man tun könnte auf jeden Fall und das dann eben zu üben. Grundsätzlich gilt immer, egal welcher Störertyp es jetzt ist, in der ersten Phase kannst du es ignorieren. Ja, also wenn einer sich am Kopf kratzt und du denkst, oh, das ist eine Störung, da muss ich drauf eingehen, dann bist du nicht souverän. Das heißt, du musst damit umgehen können. Wenn einer kritisch schaut, die Arme verschränkt und dann die Augen vielleicht auch noch rollt, musst du mit umgehen. Das musst du nicht ignorieren, aber es ist im ersten Moment sehr, sehr ratsam, weil der vielleicht gerade irgendwie an was gedacht hat. Oh, habe ich den Herd zu Hause ausgemacht? Ja, habe ich die Wäsche gewaschen? Habe ich vergessen, meine Frau abzuholen oder sonst irgendwas? Das könnte alles Mögliche sein. Du siehst ja in die Leute nicht hinein. In der zweiten Phase, wenn sich das dann wiederholt, was auch immer das für eine Störung ist, dann kannst du durchaus mit einem Kommentar bitten, das, was du jetzt gehört hast, was da vielleicht zu seinem Nachbar getuschelt wurde, zu wiederholen und genau zu erklären. Ja?
Also so prinzipiell einfach drauf ansprechen. Und erst wenn das dann immer noch nicht aufhört, dann wäre die Frage an den Störer, was er denn eigentlich will, was er damit bezweckt mit dieser Störung und ob er die Veranstaltung boykottieren will. Ja, was du tun kannst, damit er aufhört, diese Veranstaltung zu boykottieren. Das ist jetzt schon ganz, ganz viel Psychologie, denn jetzt ist das Publikum wieder auf deiner Seite. Ganz klar, natürlich. Du bist jetzt der, der gerade angegriffen wird. Wenn du aber von Anfang an hingehst und sagst, also was fällt dir eigentlich ein, du unverschämter Kerl, komm, verlass den Raum, denkt das Publikum, oh, der hat aber auch keine Nerven, ne, der da vorne steht. Also von dem her so ein bisschen geschickt umgehen, am Anfang ignorieren, nicht zu lange, dann drauf ansprechen und wenn es immer noch nicht funktioniert, dann fragen, warum diese Veranstaltung eben jetzt gerade boykottiert wird. Jetzt gibt es verschiedene Störertypen und das ist jetzt das Interessante. Da erzähle ich jetzt auch ein bisschen gestern, was mir passiert ist. Das ist, wenn der Helmut, sehe ich gerade, ist dabei, wenn er länger dabei bleibt, vielleicht auch für ihn interessant. Oder er hat das schon erlebt. Bei den Toastmasters gibt es nämlich ein Redeprojekt und da ist es wichtig, ganz, ganz viel den Redner zu stören, so oft wie möglich. Das heißt, ich bin gestern mit meiner vorbereiteten Rede in den Raum gekommen und habe dort nicht gewusst, wer mich stört, aber ich habe vorher den Auftrag gegeben, 3 Leute zu organisieren. Im Endeffekt waren es sogar 4, die den Vortrag immer wieder unterbrochen haben. Das fing an nach ein paar Sätzen, als einer gefragt hat, hey, worum geht's nochmal? Generation Z, was ist das? So, dann wiederholst du das Thema, sagst, da komme ich jetzt sofort dazu und so weiter. Dann ging zwischendrin eine Person plötzlich nach vorne und hat was zu trinken geholt, aber nicht nur das, sondern sie hat dann für jeden noch ein Glas mitgebracht im Publikum und dann das Trinken da verteilt. Währenddessen hat eine andere Person hinten in der letzten Reihe versucht, den Nachbarn dauernd irgendwas zu fragen. Also 2 Störungen parallel. 2 Minuten später wieder vorne der Störer, der mich wieder darauf angesprochen hat, worum geht's nochmal? Okay, das ist jetzt echt schwierig, damit umzugehen, aber genau das ist die Übung. Und ich verspreche dir, wenn du sowas mal durchmachst, so einen Prozess, dann weißt du danach, wie du damit tatsächlich umgehst. Also, nochmal ein bisschen konkreter. Wir hatten einen, das war der Schwätzer oder die Schwätzerin. Das heißt, jemand, der immer irgendwie was zu sagen hat, und jede Gelegenheit nutzt, um sich mitzuteilen. Gibt es öfters in dem Publikum? So, wie reagierst du da drauf? Ich habe diese Person erstmal kurz reden lassen. Nicht so lange, das ist so wichtig, diesen Moment zu finden, aber irgendwann macht sie eine Pause, weil sie Luft holen muss, oder er. Und in diesem Moment sage ich, vielen Dank für deinen Redebeitrag, werden wir später noch behandeln oder gehe ich später drauf ein, drehe mich in dem Moment schon weg zum Publikum und spreche vielleicht direkt einen anderen Teilnehmer aus dem Publikum an. Das heißt, die Person kann jetzt gar nicht mehr weiter schwätzen, weiter stören, weil erstens ist jemand anders dran, zweitens habe ich mich schon lange weggedreht. Das ist höflich und trotzdem gleichzeitig auch geschickt, weil die Person hätte ewig weitergeredet. Ja, dann gibt es den Unterbrecher, der immer wieder einfach irgendwelche Kommentare reinruft. Und diesen Unterbrecher, wie kriegt man den jetzt in den Griff? Diesem Unterbrecher, dem habe ich eine Aufgabe gegeben. Also das ist ja etwas, was sich leider wiederholt. Am Anfang, klar, kannst du noch sagen, ja, okay, ich beantworte jetzt die Frage. Dann sage ich, die Fragen werde ich generell zum Schluss beantworten, also auch deine. Und wenn das dann immer noch nicht aufhört, was ja in diesem Fall auch so war, dann sage ich, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, dass du gerne die Fragen alle notierst und auch wenn du irgendwie was nicht verstehst und dir da fleißig Notizen machst, hast du was zu schreiben, dann schreib das doch mit. Also eine konkrete Aufgabe, die er dann zu erfüllen hat. Ja. Hat er dann auch mehr oder weniger gemacht. Dann hatten wir noch 2 und auch das ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass das vorkommt. Die haben immer miteinander so getuschelt, ja, so untereinander geplaudert. Da ist die beste Lösung, du nimmst das am Anfang wahr. Wenn das nicht gleich aufhört, dann
bist du kurz ruhig, machst eine Pause, die musst du aushalten. Und jetzt, in diesem Moment, ist das Publikum auch wieder auf deiner Seite. Alle gucken zu den zwei, die tuscheln. Zu 90% hören die jetzt auf. Wenn sie nicht aufhören, dann kannst du fragen, ihr sprecht bestimmt gerade über das Thema, habt ihr vielleicht noch irgendwie dazu was mitzuteilen? Und die, die jetzt plaudern, denen ist das meistens unangenehm und die haben auch nichts mitzuteilen, weil es wahrscheinlich auch gar nicht um diesen Vortrag ging, sondern um was ganz anderes. Und dann sind sie ruhig. Zack, hast du auch das erledigt. Die Plauderer sind ausgeschaltet. Ja, zu guter Letzt gibt es noch einen Argumentierer, aber der ist auch wieder so ein bisschen so ähnlich wie die anderen ersten zwei, der Schwätzer, der Unterbrecher, der halt immer irgendwie was ja auch was mitzuteilen hat. Und da drückst du am Anfang vielleicht einfach kurz die Zustimmung aus, in einem Punkt, wo vielleicht ungefähr recht haben könnte. Gestern hat zum Beispiel eine gesagt, ja, die Generation Z, die taugt doch nichts und das ist doch, die können doch nichts. Dann sage ich, ja, genau, das steht auch in den Medien. Da stimmt deine Aussage völlig überein. Aber ob das auch wirklich dann so ist, da kommen wir jetzt dazu. Dann war das auch wieder erledigt. Und ich bin einfach fortgefahren mit meiner Präsentation. Ja, im Prinzip war das jetzt schon ein kurzer Einblick über diejenigen, die wirklich stören können. Und wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass du diesen Moment findest, nicht zu lang zu warten, aber auch nicht sofort auf alles zu reagieren. Das heißt, wenn du zu lang wartest, dann bist du so der Softie. Die Aufmerksamkeit geht langsam über in diesen Teilnehmer, der dich jetzt unterbrochen hat. Oh. Und wenn du sofort einschreitest, dann bist du der Spießer, der absolut keine Nerven hat. Und auch das macht dich unsympathisch. Also du bist einfach unter Beobachtung. Und damit umzugehen, heißt auch, das zu üben. Es gibt jetzt auch natürlich ein Publikum, wenn du zum Beispiel im Training bist, da sind vielleicht welche dabei, die wollen nicht mitmachen. Das heißt, das unmotivierte Publikum oder eine Person, die unmotiviert ist. Wenn während im Vortrag einer mit dem Handy spielt, ja gut, dann ist das so, er hat vielleicht kein Interesse, den brauchst du jetzt deswegen aber nicht drauf ansprechen. Wenn du aber in einem Training bist und alle sollen aktiv mitarbeiten, aber einer weigert sich und guckt absichtlich weg oder spielt eben mit dem Handy, dann ist es schon natürlich deine Pflicht, irgendwie drauf einzugehen. Frage ist, wie machst du das? Die Antwort, du beziehst ihn langsam mit ein, weil es könnte ja sein, er kann mit diesem Thema nichts anfangen, er ist vielleicht überfordert und hat schon abgeschalten. Also stellst du ihm oder ihr eine Frage, die er oder sie auf jeden Fall beantworten kann. Eine relativ einfache Frage. Das heißt, er kommt mal in den Redefluss, das ist ganz wichtig, bitte keine zu komplizierte Frage stellen, weil dann könnte er sagen, ja, ich blick's eh nicht mehr schon seit 2 Stunden und weiß gar nicht, was das alles soll. Wenn du eine einfache Frage stellst, dann macht er sich ja lächerlich, wenn er sagt, er kann nicht drauf antworten. Also, wenn du davon ausgehst, dass er das kann, drauf antworten, dann stellst du genau diese Frage. Und dann bist du schon mal im Redefluss mit ihm, dann bist du in Kommunikation. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er dann auch mehr mitmacht. Das ist noch eine andere Möglichkeit. Insgesamt ist es auf jeden Fall ratsam, wenn du ein paar Regeln vor deinem Vortrag vorher vorgibst. Eine ganz wichtige Regel ist immer die Frage mit den Fragen. Und auch das vergessen wir oft. Mein Hilfsmittel dabei ist, wie bei vielen anderen Dingen auch, ich mache mir einfach eine Checkliste, weil auch ich denke sonst irgendwie nicht mehr dran und vergesse das in der Aufregung. Wenn nicht klar ist, wann das Publikum seine Fragen zu stellen hat, ob sie dich unterbrechen dürfen oder besser am Ende des Vortrages fragen sollen, dann klär das vorher ab. Weil wenn du einmal draußen bist, dann bist du draußen aus diesem Vortrag. Diesen Vortrag von gestern habe ich ungefähr 60 Mal gehalten. Und trotzdem ist es mir schwer gefallen, bei diesen 15 Unterbrechungen am roten Faden zu bleiben. Und das ist krass. Also ich würde sagen, ich habe ihn oft geübt. Und trotzdem. Also, umso wichtiger, ganz am Anfang festzulegen, wie geht man mit Fragen um? Und dann hast du natürlich auch schon Störer direkt abgespeist mit dem Thema,
die dann irgendwelche Fragen reinrufen, sagen, danke für deine Frage, aber wie schon am Anfang erwähnt, sammel die gerne und zum Schluss kannst du sie dann auch stellen, ich freue mich. Musst du natürlich zum Schluss auch ein bisschen dafür dann Zeit nehmen, ja, auf die Fragen einzugehen. Das ist sicher etwas, was oft vergessen wird und dann führt es eben zum Dilemma und das muss nicht sein. Generell noch eine Sache zu den Fragen, wenn die, egal wann sie jetzt gestellt werden, aus dem Publikum gestellt werden, was ich oft sehe, leider, ist, dass die nicht laut wiederholt werden oder der Fragende aus dem Publikum kein Mikrofon hat. Und alle anderen, während du die Antwort gibst, überlegen jetzt oder tuscheln, das heißt, sie stören im Prinzip, was derjenige oder diejenige jetzt eigentlich gerade gefragt haben könnte. Die hinteren Reihen haben es nicht verstanden, wenn die vorne saß. Das heißt, wiederhole jede Frage einmal laut oder gib der Person ein Mikrofon. Wird zu 90% nicht gemacht. Klar, die im Publikum eine Frage stellen, sind meistens eh schon aufgeregt, machen das nicht so oft und dann stellen sie die Frage schnell, dass sie es hinter sich haben. Bis dahin ist das Mikrofon noch gar nicht bei der Person. Also musst du sagen, warte bitte kurz, bis das Mikrofon bei dir ist. Oder, wenn die Frage gestellt wird, wiederhol sie. Wenn du keine Antwort drauf weißt, auch das ist ja möglich, dann formulier sie nochmal neu. Formulier sie vielleicht ein bisschen anders, um Zeit zu gewinnen. Oder gib ganz offen zu, dass du es nicht beantworten kannst und dass du es bis zum nächsten Mal klärst oder die Antwort nachreichst. Letzte Möglichkeit. Es kommt eine Frage, die kannst du nicht beantworten. Und du fragst die anderen, was sagt ihnen ihr dazu? Auch das ist jetzt wieder etwas, wo du machen kannst, wenn du was nicht weißt. Oder wenn es tatsächlich ein Störer ist, wo du davon ausgehst, der gibt so schnell nicht Ruhe. Und es passt vielleicht ja auch gerade rein, weil du sicher bist in deinem Vortrag. Dann kannst du auch natürlich die anderen sagen, was meint ihr denn dazu? Vielleicht hast du ja schon die Vorahnung, dass die anderen auf deiner Seite sind und sagen, naja, was ist dieserjenige, der gerade gestört hat, die Frage gestellt hat, was der da ständig fragt, das ist Unsinn. Ja? Dann wird er wahrscheinlich auch ruhig sein. Es ist nicht immer ganz so einfach, aber es ist durchaus möglich. Es ist durchaus realistisch, mit Fragen so umzugehen, dass sie dich nicht aus dem Konzept bringen, mit Störungen so umzugehen, dass sie dich nicht aus dem Konzept bringen. Und ich schließe meinen Beitrag jetzt hier quasi mit einem wunderbaren Beispiel von René Bourbonus. René Bourbonus, ich weiß gar nicht mehr, wie der Vortrag heißt, auf jeden Fall noch online bei Gedankentanken, wurde aufgenommen. Minutenlang schreit ein Kind im Saal. Das stört wirklich, also man hört das durchaus. Bis irgendwann René sagt, also ich bin froh, dass das jetzt nicht mein Kind ist, denn ich könnte gar nichts tun von hier vorne. Die Mutter hört das und geht mit dem Kind raus. Und es ist ruhig. Jetzt hat er wieder die volle Aufmerksamkeit von allen. Sehr, sehr souveräner Umgang. Und Schlagfertigkeit natürlich obendrauf mit dieser völlig unplanbaren Störung. Das heißt, in diesem Sinne, viel Erfolg bei deinem nächsten Vortrag, Präsentation, Meeting, was auch immer du hast. Und vielleicht hat dir das jetzt so ein bisschen geholfen, um Möglichkeiten auszuloten. Im Vorhinein schon mal, wie könntest du reagieren, wenn du vielleicht auch ahnst, da ist jemand dabei, der stört. Das hilft unheimlich, wenn du da ein bisschen vorbereitet bist auf diese Situation. Also, mach's gut, bis dann und auf ganz bald. Ciao, ciao.